10 Bad Girl Eigenschaften, auf die alle Männer stehen. Du musst nicht unbedingt ein Bad Girl sein, um das Herz eines Mannes zu gewinnen. Denn Männer wollen Bad Girls, aber die meisten trauen sich nicht, eine zu daten. Aber es gibt einen Trick, um dieses Problem zu vermeiden. Bad Girls sind unberechenbar. Die meisten Typen vermeiden sie, weil sie nicht die Art von Frauen sind, die man seiner Mutter vorstellen will. Aber wie bereits gesagt, du musst kein Bad Girl sein, aber du kannst einen Hauch davon in deinem Blut haben, was mehr als genug sein wird, um die Aufmerksamkeit eines Mannes, den du magst, zu erregen. Du bist kein Risiko, denn du bist im Grunde eine nette, aber mit einer ein wenig unberechenbaren Seite. Und das sind deine Eigenschaften. Erstens, du bist abenteuerlustig. Du kennst keine Grenzen und willst alles ausprobieren. Du hast vor nichts Angst und du weißt, dass du etwas versuchen musst, bevor du es verurteilst. Deine Bad Girl-Seite lässt dich nach draußen gehen und neue Dinge erleben. Männer mögen das in einer Frau, denn die meisten sind auch abenteuerlustig. Also zeige ihm deine schlimme Seite und gehe mit ihm auf wilde Abenteuer. Du wirst es nicht bereuen. Zweitens, du bist unabhängig. Männer wollen niemanden, der auf sie angewiesen ist. Sie wollen nicht die Last der ganzen Beziehung auf den Schultern tragen. Sie wollen jemanden, der mit ihnen arbeitet, jemanden, der bereit ist, ein Rad zu schlagen, wenn nötig. Sie brauchen jemanden, der weiß, wie man Dinge selbst regelt. Sie bewundern und lieben Frauen, die sich um sich selbst kümmern. Bad Girls sind genau so. Drittens, du bist selbstbewusst. Mal ganz ehrlich, Selbstbewusstsein ist sexy. Eine Frau kann nichts anderes so sexy tragen wie ihr Selbstbewusstsein. Selbst wenn du die widerlichste Frau der Welt bist, und das bist du sicher nicht, wirst du Männer mit Selbstbewusstsein anziehen. Das sieht man schon aus der Ferne. Selbstbewusstsein zieht Männer an. Du wirst sicher kein Bad Girl mit dem Blick auf den Gehsteig geheftet die Straße herabgehen sehen. Nein, sie wird stolz gehen, weil sie weiß, dass sie es mit allem aufnehmen kann. Sie ist so selbstbewusst und das bist du auch. Viertens, du bist versaut. Vielleicht überrascht dich das, aber Männer lieben es, wenn die Frau, mit der sie eine Bindung eingehen wollen, ein bisschen versaut ist. Niemand will eine langweilige Person an seiner Seite haben. Jeder will ein bisschen Aufregung. Das kann nur ein bisschen frech sein oder zur vollen öffentlichen Versautheit ansteigen, je nach Mann. Das Wichtige jedoch ist, dass ihr euch beide damit wohlfühlt. Doch die beste Art von Frau ist die, die sich wie eine Lady verhält und im Bett total versaut ist. Er wird dir nicht widerstehen können. Fünftens, du bist verführerisch. Die meisten Männer ergreifen gern die Initiative, insbesondere im Bett. Aber das wird irgendwann langweilig. Manchmal will er derjenige sein, der nichts tun muss. Die häufigsten Männerfantasien schließen ein Bad Girl ein, das die Initiative ergreift und Sex fordert. Und du weißt, dass du das kannst. Sechstens, du bist furchtlos. Du hast vor nichts Angst und willst alles versuchen. Eine kühne Frau ist eine heiße Frau. Männer wissen, dass diese Frauen keine Angst davor haben, die Initiative zu ergreifen und sie können sich um sich selbst kümmern. Sie können jede Situation meistern. Siebtens, du bist realistisch. Du schwebst nicht auf Wolke 7. Wenn du etwas siehst, dann nennst du es auch beim Namen. Du redest nicht um den heißen Brei herum, damit du keine Gefühle verletzt. Du lebst nicht in einer Blase, weil du keine Angst hast, dich der Realität zu stellen. Selbst wenn deine Realität keine hübsche ist, akzeptierst du sie und machst das Beste daraus. Achtens, du bist kokett. Du weißt genau, wie du einen Mann verführen kannst. Du weißt genau, was du sagen musst und wie du ihn ansprechen musst. Du gibst dir nicht einmal so viel Mühe, es fällt dir einfach leicht.
Aber abgesehen davon weißt du auch, wie man sich kleidet. Wenn du in diesem scharfen Kleid vorbeigehst, fallen den Männern die Kiefer herunter wie in einem Comic. Du hast die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit eines Mannes einzunehmen. 9. Du bist tough. Du sitzt nicht herum und wartest, dass sich Dinge von selbst lösen. Du wirst handeln und dich nie selbst bemitleiden oder um dein Schicksal weinen. Du reißt dich zusammen und arbeitest an einem Plan, um die Situation zu lösen. Du kennst immer die Lösung und du beschwerst dich nicht darüber, wie schwer das für dich sein wird. 10. Du bist direkt. Du sagst der Person alles, was du zu sagen hast, ins Gesicht. Du spielst keine Psychospielchen, weil es niemand verdient, manipuliert zu werden. Du bist transparent und es gibt keine Lügen. Wenn jemand deine Denkweise nicht mag, dann weiß er, wo die Tür ist und darf gehen, wann immer er will. Wenn dir dieses Video gefallen hat, findest du meine 2 Bücher auf Amazon. Der Weg zurück zu dir selbst. Finde deine innere Stimme. Und Im Kopf des Narzissten. Schlage ihn mit seinen eigenen Waffen. Du findest die Links unten in der Beschreibung des Videos. Vielen Dank.